Christian Zürn, er komponiert seine Bilder aus den zufälligen Spuren und Strukturen des Alltags. Er fotografiert zum Beispiel Kratzer an Containern von Bauschutt. Er fotografiert sozusagen Gehsteige, zufällige Muster, Sprünge in den Steinen, Asphaltlinien, Spiegelungen, Metallflächen. Und daraus komponiert er seine Bilder, das ist sein Rohmaterial. Diese Bilder werden übereinander gelagert, werden dann teilweise so in vielen Schichten übereinander gelagert, damit sie dann auch Tiefe und Volumen bekommen. Er erzielt dabei immer auch sozusagen ein grafisches Element. Bilder geben teilweise fast wie Radierungen, das heißt, er reagiert ein bisschen sozusagen diese malerische Komponente, die auch in seiner künstlerischen Vergangenheit relevant war. Das heißt, diese Zufallsstücke aus Zeit, Alltag, Witterung und Verletzung im Alltag sind die Materialien, aus denen er komponiert. Neben diesen Bildern mit dieser sozusagen grafischen Komponente sehen Sie oben auch noch zwei Videoloops. Die sind aus demselben Rohmaterial konstruiert, aus denselben digitalen Bildern. Und dabei ist ihm das Anliegen, diese Bilder in bewegte Sequenzen umzuwandeln. Das heißt, diesen Moment des Filmischen, des Bewegten und des Zeitablaufs in die Fotografie